Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Sieger Gospelmesse hier aus der Friedenskirche in Sieg in der Nähe von Hamburg. Beim letzten Mal, Ende Januar, da war die Kirche voll, besetzt bis auf den letzten Platz. Heute, da ist es anders, wie so vieles anders ist in dieser Zeit. Aber wir wollen heute anschließen an die letzte Gospelmesse mit einem digitalen Gottesdienst. Unsere Sängerinnen und Sänger haben sich dazu zu Hause aufgenommen und daraus einen Chor zusammengeschnitten. Auch Jugendliche, junge Erwachsene aus unserer Gemeinde werden wieder zu sehen und zu hören sein. Als wir uns das Motto für diese Gospelmesse überlegt haben, Let it shine, lass es strahlen, da war die Corona-Krise noch weit entfernt. Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, wollen wir heute mit dieser Gospelmesse euch ein kleines Strahlen ins Gesicht zaubern. Gemeinsam wollen wir uns auf die Suche machen danach, was unseren so veränderten Alltag trotzdem scheinen lässt und was uns Kraft gibt. Auch wenn sich so vieles verändert, Gott ist stets an unserer Seite. Denn Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. In seinem Namen sind wir versammelt, in seinem Namen feiern wir, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bin Viktoria Reinhardt und ich bin Studentin und ich bin jetzt in dieses Semester auch mit sehr vielen Herausforderungen gestartet. Unsere Uni hat zum Glück relativ frühzeitig schon alles auf digital umgestellt. Das heißt, unser ganzes Semester funktioniert dieses Mal digital, was natürlich aber auch bedeutet, dass wir alle vor technische Herausforderungen gestellt sind. Aber für mich als angehende Lehrkraft ist das eigentlich sehr interessant, das jetzt alles mal mitzubekommen, wie digitale Lehre funktionieren kann und was für verschiedene Lernplattformen es vielleicht gibt oder einfach was die Möglichkeiten sind, die man vielleicht auch später, wenn wir aus dieser ganzen Situation mal wieder rauskommen, vielleicht trotzdem auch in einen Unterricht integrieren könnte. Das ist für mich tatsächlich sehr interessant, das alles jetzt mal zu lernen. Darüber hinaus bin ich sehr dankbar für meine verständnisvollen Nachbarn. Ich studiere nämlich Musik auf Lehramt und ich mache zurzeit auch eine Ausbildung zur C-Kirchenmusikerin und da stehen demnächst meine Prüfungen an fürs Lehramt, meine Abschlussprüfung und für den C-Schein auch die ersten richtig wichtigen Prüfungen. Und dementsprechend bin ich im Moment permanent und intensiv am Üben meiner Instrumente und Singen
und beschalle dementsprechend meine ganze Umgebung hier. Und es hat sich bisher tatsächlich noch niemand beschwert. Im Gegenteil, ich habe sogar ganz liebe Kommentare schon gehört, dass das ganz nett klingt, was ich da so musiziere. Und dass das schön ist, mal ein bisschen Musik zu hören, die eben Hausmusik ist, selbst gemacht. Und da bin ich tatsächlich sehr, sehr, sehr dankbar für, dass ich da so verständnisvolle Menschen hier um mich rum habe. Und dann habe ich in letzter Zeit auch ganz viel auf meine Nichte aufgepasst, weil ihre Eltern eben beide voll arbeiten müssen. Und das war für mich irgendwie eine ganz willkommene Abwechslung, mal aus meinen vier Wänden rauszukommen und mal irgendwie mit jemandem interagieren zu können, auch wenn das ja eigentlich nicht ideal ist, aber da das eben eine absolute Notsituation gewesen ist, weil auch die Notbetreuung im ersten Moment nicht geklappt hat, war das für mich eine quasi notwendige, willkommene Interaktion mit anderen Menschen. Das war sehr schön. Ja, so viel zu mir. Hi, ich bin Lorena. Und als ich die Nachricht bekam, dass die Uni vorerst geschlossen bleibt, da kam bei mir und meinen Freunden erstmal die große Unsicherheit. Wir studieren erst im zweiten Semester, haben uns gerade erst an alle Abläufe in der Uni gewöhnt und jetzt kommt diese große Umstellung. Unsere Vorlesungen, die finden jetzt vor dem Laptop statt, genauso wie unsere Seminare und unsere Praktika in den eigenen vier Wänden stattfinden. Doch trotz dieser schlimmen Umstände, die gerade in der Welt herrschen, erfreue ich mich jetzt an den viel natürlicheren und alltäglicheren Dingen. Zum Beispiel habe ich letztes Wochenende mir einfach eine Nähmaschine und alte T-Shirts geschnappt und für die ganze Familie Atemschutzmasken genäht. Außerdem erfreue ich mich jetzt daran, wenn die Kirschen blühen und die Rapsfelder und der süße Duft in der Luft liegt. Außerdem freut mich, wenn ich bei uns zu Hause unter der Kirsche stehe und dort den Bienen und Hummeln zuhören kann, wie sie auf Nektarsuche gehen. Ich merke also, wie ich mich viel bewusster, wie ich die Tier- und Pflanzenwelt viel bewusster wahrnehme. Und in dem Sinne, bleibt gesund und erfreut euch an den alltäglicheren Dingen. Moin, ich bin Jonas Reinhardt, Theologiestudent aus Sieg, gerade in Heidelberg zum Studium. Vor Corona war ich eigentlich sehr intensiv damit beschäftigt, Ivrit zu lernen, modernes Hebräisch und andere Vorbereitungen zu treffen für ein Studienjahr in Jerusalem. Ob das noch so wie geplant im August starten kann, weiß aktuell leider gar keiner. Aber einfach die Vorbereitungen wieder einstellen, das funktioniert auch nicht. Also betreibe ich weiterhin viel Aufwand für einen mehr als ungewissen Ausgang. Eine ganz schöne Zerreißprobe. Die Mutter meiner Freundin hat mir ein Kochbuch geschenkt. Damit gehe ich momentan wenigstens kulinarisch auf Reise nach Jerusalem.
You are mighty, oh so mighty. And you are holy. You are holy, yeah. Oh so holy. Mm-hmm. Holy are you, Lord. Holy are you, Lord. Yes, you are holy. Holy are you, Lord. Yes, you are holy. Holy are you, Lord. Holy, 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 holy. Holy are you, Lord. Holy, holy, holy. Holy are you, Lord. Holy, holy, holy. Holy are you, Lord. Ich stehe hier oben an den Glocken unserer Sieger Friedenskirche. Ein Einblick, den nicht viele haben. Und wenn ich auf die letzten Wochen seit Mitte März zurückblicke, dann habe ich in dieser Zeit auch viele neue Einblicke gewinnen können. Die Veränderungen und Herausforderungen durch die Corona-Krise haben viele als Chance genutzt und sind neue Wege gegangen. Der eine ist kreativ geworden, hat vielleicht Schutzmasken genäht und erkannt, wie viel Spaß er daran hat, an Omas alter Nähmaschine zu arbeiten und anderen etwas Gutes zu tun. Einer anderen ist bewusst geworden, dass es im Leben Wichtigeres gibt als die Karriere. Gerade jetzt, wo es nicht geht, hätte sie gern viel mehr Zeit mit ihrer Mutter im Pflegeheim verbracht. Einer hat die Zeit genutzt, die er sonst mit der Bundesliga verbracht hat, und angefangen aufzuräumen. Zuerst den Keller und dann das Leben. Wer hätte gedacht, dass so viele Schülerinnen und Schüler mal die Schule vermissen und sie wertschätzen? Das, was wir vorher so oft unreflektiert als normal empfunden haben, ist auf den Kopf gestellt. Die vertrauten Mechanismen, mit denen wir uns gern ablenken von den dunklen Tälern unseres Lebens, funktionieren nicht mehr. In vielen Bereichen, nicht nur auf der Autobahn, ist eine neue Ruhe und Nachdenklichkeit eingekehrt. Und vielleicht merken wir, dass das alte Normal oft für uns nur ein bequemer gewesen ist. Manchmal anderen gegenüber vielleicht sogar rücksichtslos. Vielleicht wirft diese Krise ein neues Licht auf die Hoffnung, dass unsere Natur, Gottes Schöpfung, noch nicht ganz zerstört ist. Dass die neuen digitalen Wege uns manche Autofahrt, manchen Flug zu Meetings und Konferenzen ersparen. Dass nicht jeder Urlaub eine halbe Weltreise sein muss. Vielleicht überlegen wir einmal, dass es nicht notwendig ist, mindestens einmal die Woche zum Shoppen in die Stadt zu fahren. Und vielleicht lässt uns diese Krise in manchen Dingen so nachhaltiger werden. Vielleicht wirft diese Krise auch ein neues Licht auf die Schieflage so mancher Dinge in unserem Leben und in unserer Gesellschaft. Denn es gibt auch die, die Angst haben in dieser Krise. Angst um ihr Leben. Angst um ihren Beruf, Angst vor Vereinsamung. Mit diesen Menschen jetzt und auch nach der Krise in Verbundenheit zu bleiben, ist wichtiger, als den nächsten Sommerurlaub zu planen. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus Christus ruft uns auf zur Nachfolge. Er gibt uns Kraft, dass wir auch die dunklen Seiten unseres Lebens ertragen können. Er gibt uns Liebe, die wir weitergeben sollen an unsere Nächsten, an unsere Mitmenschen, ob fremd oder vertraut, dass wir sie nicht aus den Augen verlieren. Und er gibt uns Besonnenheit, die Fähigkeit nachzudenken, zu reflektieren und Dinge dort zu ändern, wo etwas schief läuft. Darum können wir immer wieder neue Wege wagen, selbst dann, wenn die ganze Welt stillsteht. Ich glaube nicht, dass diese Krise etwas Gutes hat und noch viel weniger, dass sie uns von Gott geschickt wurde, damit wir zur Besinnung kommen. Aber ich hoffe fest darauf, dass die Menschen lernfähig sind und dass diese Krise ein neues Licht darauf wirft, was wirklich wichtig ist im Leben. Wir alle gehen neue Wege und werden die Herausforderungen zu neuen Chancen wenden können. Damit dies geschieht, gibt Gott uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. Auf ihn können wir vertrauen. Amen.
he won't ever. No, he won't ever. He won't ever fail. No, he won't ever. He won't ever, he won't ever. Hi, wir sind Jette und Frieda. Als das Problem mit der Corona-Krise immer größer wurde, haben wir schnell gemerkt, dass es negative Auswirkungen auf unseren Alltag hat. Vor circa einem Monat musste ich aus den USA zurückkehren, da mein Auslandsjahr abgebrochen wurde. Dies war kein leichter Schritt für mich, aber ich habe gemerkt, dass ich das Beste aus dieser Situation machen muss. Zusammen sind wir kreativ geworden und haben uns überlegt, wie wir diese Zeit überstehen, aber trotzdem alle Regeln einhalten. Wir sind zusammen Fahrrad gefahren und haben meine Oma besucht. Für sie ist die Zeit besonders schwer im Moment, da sie die Wohnung kaum verlassen kann, da sie sehr aufpassen muss. Wir sind zu ihrem Haus gefahren und sie hat sich vom Balkon aus mit uns unterhalten. Die Schule geht weiter und das Homeschooling wird auch nicht weniger. Wir beide haben über FaceTime uns gegenseitig geholfen und uns den Stoff erklärt und Aufgaben zusammen bearbeitet.
In den letzten Wochen haben wir gemerkt, wie wichtig es ist, zusammenzuhalten und sich gegenseitig aufzumuntern. Hallo, ich bin Alina Espert und das hier ist Elias. Wir wohnen mit Elias Papa zusammen in einem kleinen Dorf in der Nähe einer kleinen Stadt. Und bevor die Corona-Situation begann, habe ich in unserer Dorfkneipe gekellnert und jeden Donnerstag habe ich den Töpferkurs in der Grundschule angeleitet. So kam es dann, dass ich, als die ersten Maßnahmen starteten, unverhofft viel Freizeit gewann. Und auch Elias Papa hat als Lagerist mittlerweile in Kurzarbeit auch unverhofft viel Freizeit, so dass er halbtags zum Handwerker werden kann. Denn im Kinderzimmer muss neu gestrichen werden, der Boden muss erneuert werden, der Esstisch im Wohnzimmer soll zu einer Krabbelecke werden und auch den Katzen hat man einen neuen Katzbaum versprochen. Und hier im Garten wird es auch langsam schön grün und die ein oder anderen Beete sollen gezogen werden. Aber obwohl so viel zu tun ist, habe ich zwischendurch das Gefühl, dass so manches auf der Strecke bleibt. Ich kann nicht zu den Geburtsvorbereitungskursen, die Hebamme und das Krankenhaus kann ich nicht vorab schon kennenlernen. Und auch der Kontakt zu anderen Schwangeren ist nur durch Facebook-Gruppen möglich. Dabei habe ich so viel zu teilen, manche Sorge, als auch die große Freude über das kommende neue Leben. Nun kann ich weder Freunde noch meine Omi besuchen, ich kann keine tolle Babyparty feiern und nicht mal Elias Patin kann ihn schon mal als Bäuchlein kennenlernen. Und dazu mache ich mir auch noch Sorgen um meinen Onkel, der wegen gesundheitlichen Gründen nicht mehr das Haus verlassen kann. Deswegen fahre ich für ihn einkaufen und auch vom Arzt zur Apotheke. Wie lange kann ich mit diesem Bauch noch Fahrrad fahren? Naja, aber obwohl man sich so manche Gedanken macht, habe ich dennoch ein Lächeln im Gesicht, was daran liegt, dass während ich mir diese Gedanken mache, kleine Füßchen in meinem Bauch strampeln und mich daran erinnern, dass nichts bleibt so, wie es war. Das Leben bahnt sich immer einen Weg und darum erinnert Elias mich daran, dass vielleicht nicht unbedingt was Gutes ist an Corona, aber doch sehr viel Schönes trotz Corona. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Diese Worte aus dem Timotheusbrief seht ihr im Augenblick an vielen Kirchen unseres Kreises hängen. Sie wollen uns Mut geben für diese Tage. Und so sei der Segen Gottes mit euch, in euren Wohnungen und auf allen euren Wegen. Amen. When the